Herzlich willkommen bei einem weiteren Immo-Webinar. Ja, 3 Tage alt ist das neue Vermessungsgesetz und wir haben heute ein Immo-Webinar genau zu diesem Thema. Ich begrüße Sie recht herzlich, einen wunderschönen Vormittag. Mein Name ist Heimo Rollet, ich bin Immobilienjournalist und moderiere dieses Immo-Webinar und darf gleich auch unseren Studiogast und Experten zu diesem Thema begrüßen, Herr Diplom-Ingenieur Dominik Messner. Herzlich willkommen. Er ist Geschäftsführer in der Gesellschafter von Vermessung Schubert. Und ja, natürlich ein brandaktuelles Thema. Ich freue mich schon auf die Ausführungen. Wie immer wird es eine halbe Stunde in etwa den Vortrag von Herrn Messner geben. Und danach haben wir eine Viertelstunde für Ihre Fragen. Weil wir live sind, können Sie die auf Ihrem Screen unten unter der Präsentationsfolie und dem Bild, wo Sie uns sehen, eintippen. Wir kriegen die dann live ins Studio gespielt und Herr Messner wird sie im Anschluss an den Vortrag eben beantworten. Eine kleine Anmerkung, sollte es sich zeitlich nicht ausgehen, dass wir jede Frage beantworten, ist es hilfreich, dass Sie Kontaktdaten von Ihnen angeben, weil Sie sind ja nicht angemeldet in diesem Immo-Webinar, es ist anonym und wir wissen nicht, wer Sie sind. Also wenn Sie unbedingt eine Antwort haben wollen, geben Sie einfach eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse an, dann können wir Sie auch noch im Nachhinein kontaktieren. Möglich gemacht und initiiert wird dieses Immo-Webinar vom Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder. Ganz großartig, dass es so ein Format gibt, unabhängig wo Sie sitzen. Sie können oder auch wann Sie es anschauen, jetzt ist es live, Sie können es auch im Internet noch nachschauen, entweder über YouTube oder am besten über www.immowebinar.at. Das ist die zentrale Plattform für dieses Immo-Webinar. Da können Sie auch ältere Webinare noch nachsehen und im Nachhinein nochmal da hineingehen in die verschiedenen Themen. Dort können Sie sich übrigens auch für den Newsletter anmelden, wo Sie dann regelmäßig informiert werden, wann das nächste Immo-Webinar stattfinden wird. Tja, das ist es zum Ablauf und ich würde sagen, spannend, was haben Sie uns mitgebracht, was verändert sich jetzt alles durch das neue Gesetz? Bitte ja, schön. Danke schön. Hallo, guten Tag, Dominik Messner mein Name. Wir sprechen heute über die aktuellen Änderungen im österreichischen Vermessungsgesetz und wir steigen vielleicht gleich ein. Wir haben ein sehr dichtes Programm und wie immer bei solchen Themen, es ist doch etwas sehr Spezifisches auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann es aber, glaube ich, jeder sehr, sehr gut brauchen. Wir machen eine kleine Einführung, weil wenn wir gleich ins Gesetz einsteigen wäre, dann wäre das vielleicht ein bisschen eine trockene Geschichte und ich untermale das gern mit Beispielen und wir werden das ungefähr in der Richtung einmal angehen. Sehr gut. Also, was erwartet uns in der nächsten halben Stunde ungefähr? Wir machen eine Einführung und da ist das Wesentliche immer die Unterscheidung zwischen dem Grundsteuerkataster auf der einen Seite und dem Grenzkataster. Dieses Wort Grenzkataster ist mittlerweile wirklich in aller Munde und das ist, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte. Auch das Thema, was ist eine unvermessene oder nicht vermessene Grundgrenze und was dann doch eine vermessene. Das wird für viele vielleicht auch für Verwunderung sorgen und auch, wie kann man Grundgrenzen prinzipiell beurteilen. Und wenn wir diese Punkte einmal geklärt haben, die Begriffe, also die Einführung, dann können wir wirklich ins Vermessungsgesetz einsteigen, uns dann anschauen, wie die bisherige Lösung war und uns dann auch anschauen, was uns in Zukunft, also eigentlich ab vorvorgestern, erwartet. Ich werde auch einen ganz kleinen Ausblick machen auf die Vermessungsgebühren. Also die Gebühren sind jene Zahlungen, die man bei Einreichungen am Vermessungsamt zu berücksichtigen hat, jetzt als Kunde. Und auch einen ganz kleinen Ausblick auf die Vermessungsverordnung. Warum klein? An und für sich hätte die Vermessungsverordnung ja auch mit 1. November mit dem Gesetz gemeinsam starten sollen, aber das wird jetzt voraussichtlich erst ab Jänner passieren. Die befindet sich noch in der Begutachtungsphase. Mhm. Es sind doch ein paar sehr fachspezifische Punkte zu klären, die jetzt vielleicht den Endverbraucher weniger interessieren, aber doch für die Vermessungsbranche sehr, 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 sehr wichtig sind. Gut, warum darf ich hier stehen? Ganz kurz, ich bin Geschäftsführer und auch Zivilgeometer in meinem eigentlichen Beruf. Also ich habe eine aufrechte Befugnis und befasse mich fast ausschließlich mit Grundgrenzen, Grenzstreitigkeiten und allen diesen Spezifika. Und ich habe auch hier noch eine besondere Werbung heuer. Wir sind 120 Jahre alt geworden und meinen, dass wir das älteste Vermessungsbüro Österreichs sind. Und ja, in diesem Sinne sozusagen die Legitimation, dass ich hier stehen darf. Wunderbar. Bitte. Ja, vielleicht, was ist der Kataster, was ist das Grundbuchswesen? Hier eine Definition
Und hier auch ganz spannend, es ist eigentlich eine ständig aktuelle Dokumentation aller Grundstücke in Österreich. Und was in Österreich, glaube ich, ein sehr heiliges Gut ist, eben sichert den Grund und Boden und ist grundsätzlich, unterliegt es dem öffentlichen Glauben. Das ist einmal eine gute Basis. Also der österreichische Kataster ist ja schon ja, fast also 200 Jahre alt und durchaus ein Vorbild auf der ganzen Welt. Also wir haben ein sehr gutes Katasterwerk für alle Grundstücke. Für was braucht man im Prinzip ein Kataster? Ich habe da nur exemplarisch einmal aufgezählt, dass uns das auch allen klar ist. Für uns wichtig, natürlich für Bauordnungen, natürlich für einen Flächenwidmungsplan, natürlich auch sämtliche Sachen hinsichtlich der Raumplanung, vielleicht auch im forstwirtschaftlichen Bereich, bis runter dann zu Infrastrukturprojekte, große, da ist der Kataster ganz wichtig und natürlich so im klassischen Geometerbereich für normale Grundstücksvermessungen. Mhm. Ja. Jetzt gleich einmal der Einstieg Grundsteuerkataster versus Grenzkataster. Also was ist hier der Unterschied? Der Grundsteuerkataster wurde begonnen 1817 und wurde gemacht für die ganze Monarchie, muss man sich vorstellen, um natürlich die Grundbesitzer zu besteuern. Deswegen auch Grundsteuerkataster. Mhm. Und dieser Grundsteuerkataster ist heute auch noch zu mehr als 50% die Grundlage der digitalen Katastralmappe. Das wird man später noch sehen. Und es hat aber dann immer wieder auch viele Ungenauigkeiten gegeben. Das ist durchaus auch der Technik. Man hat halt keine Laserinstrumente im 19. Jahrhundert gehabt, sondern man hat wirklich teilweise mit Schrittmaß oder mit Messketten oder eben auch mit Maßbändern gearbeitet. Und da kann man sich vorstellen, dass das auch für die Besteuerung gar nicht so wichtig war, ob das jetzt auf den Zentimeter genau ist. Klar. Und heute ist das ein Thema. Heute ist der Zentimeter, braucht man nur sich Wien anschauen oder die Ballungszentren, aber teilweise auch manchmal, wenn es vielleicht gar nicht um die Sache, sondern um einen anderen Streit geht, ist auch dort der Zentimeter sehr, sehr wichtig. Und man hat 1968 bereits das Vermessungsgesetz dann geschaffen und dort den Grenzkataster das erste Mal erwähnt. Mhm. Und seitdem gibt es diese Möglichkeit, ein Grundstück vom Grundsteuerkataster in den Grenzkataster per Bescheid umzuwandeln. Okay. Und das macht immer der Grundeigentümer. Es gibt verschiedene Anlassfälle, aber der Grundeigentümer kann das beim Vermessungsamt beantragen. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns heute noch an. Gut. Wie ist diese digitale Katastralmappe entstanden? Da sieht man solche Möglichkeiten. Also das ist so messtisch, eine wirklich historische Geschichte. Und das muss man auch vielleicht so einmal gesehen haben, dass man auch versteht, warum denn die digitale Katastralmappe in vielen Fällen stark von der Nutzung in der Natur abweicht. Also nicht zusammenstimmt. Ja. Mhm. Das ist sehr stark im forstlichen Bereich der Fall. Warum? Weil der Forst damals steuerlich völlig uninteressant war und man gesagt hat, das messen wir nur circa, damit man weiß, da ist ein Grundstück und nicht mehr. Ja? Auch alles, was hinsichtlich von Gewässern war und auch hinsichtlich von Ortskernen. Okay. Die Gebäude waren im 19. Jahrhundert oder Beginn noch nicht steuerlich so interessant wie heute. Das Gebäude hat nichts erwirtschaftet. Unten waren die Viecher, wie man schon sehen sagt, und oben haben die Menschen gewohnt. Und daher auch nicht so interessant. Genau. Ja. Dadurch hat man gerade in historischen Ortskernen auch eigentlich eine digitale Katastralmappe, die nicht sehr genau passt. Mhm. Auf den ersten Blick. Ja. Gut, hier zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, was ich hier zeige. Und diese Urmappe, wie sie heißt, wurde eben erzeugt zwischen 1817 und 1846 und für die ganze Monarchie. Ungefähr 50 Millionen Grundstücke damals. Mhm. Österreich hat jetzt ein bisschen mehr wie 10 Millionen Grundstücke. Und damit man ein bisschen eine Dimension weiß, wie groß der österreichische Kataster ist. Aber die Grundlagen sind dann ja 200 Jahre alt. Was ist dann die digitale Katastralmappe wirklich? Oder was macht sie dann aus? Wie sinnvoll ist sie? Also, die digitale Katastralmappe ist grundsätzlich sehr, sehr sinnvoll, ja, weil es ist im Prinzip ganz Österreich in einem digitalen Bestand. Ja. Und man kann diese digitale Katastralmappe bestellen, kaufen im Internet. Beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen gibt es da so ein sogenanntes Portal, wo man sich einloggt und das auch durchaus auch vektorisiert kaufen kann, sprich als DWG oder DXF, aber auch als PDF zum Anschauen. Aber man muss wissen, was man da anschaut. Es ist dort, wo Vermessungen passiert sind, dort, wo der Grenzkataster erzeugt wurde, dort ist das in der Mappe drinnen. Und alles andere, wo keine Vermessungen passiert sind, oder auch Vermessungen passiert sind, die nicht in die digitale Katastralmappe eingearbeitet wurden. Sehr oft der Fall 50er, 60er, 70er Jahre, wo das die Vermessungsämter eben nicht gemacht haben, ist die digitale Katastralmappe zurückzuführen auf die Vermessungen aus der Urmappe. Also man hat quasi dieses vereinfacht gesagt, man hat es
in den Computer hineinkopiert, digitalisiert. Mit allen Fehlern, mit allen Ungenauen. Wollte ich gerade sagen, mit einer quasi möglichen Fehlerquelle. Man hat das Mitte der 80er Jahre begonnen und man hat da teilweise auch Studenten eingesetzt und auch Büros und im großen Stil versucht, diese Fülle an Daten von allen Vermessungsämtern in einen Datenbestand zusammenzuführen. Mhm. Und das ist eine wunderbare Grundlage und viele beneiden uns darum, aber man muss auch wissen, das hat Ungenauigkeiten und Fehler. Das heißt, verstehe ich Sie richtig, beides ist gut. Einerseits, wir haben historische Daten, andererseits haben es digital übergeführt, transformiert. Ja. Beides ist gut und beides ist wichtig. Beides ist wichtig und was vielleicht auch wichtig ist, speziell auch in der Immobilienbranche, die digitale Katastralmappe ist nur eine Ersichtlichmachung. Man weiß einmal, das ist das Grundstück, das ist die Nummer und das ist ungefähr so groß. Und sehr oft versteckt sich dahinter eine Urkunde, eine Vermessungsurkunde, die am Vermessungsamt aufliegt, im Archiv, und die muss man sich besorgen und dann vergleichen mit der Natur und mit der digitalen Katastrophe. Um auch Sicherheit zu bekommen. Genau, das ist im Prinzip die ureigenste Tätigkeit eines Zivilgeometers vor einer Grenzverhandlung. Okay. Dieser Vergleich zwischen Mappe, zwischen amtlicher Urkunde und zwischen Situation in der Natur. Wo sind die Zäune und Mauern, wie schaut das aus? Gut. Zum Beispiel hier ein klassischer Unterschied zwischen einer sogenannten vermessenen Grenze und einer nicht vermessenen Grenze. Wenn man einen Blick wirft auf die digitale Katastralmappe, dann sieht man eine schwarze Linie, die einfach nur eine Linie ist. Das ist ein klassischer Fall einer nicht vermessenen Grenze. Und hingegen, das zweite Kreisel, was man da sieht, ist im Prinzip eine vermessene Grenze. Das heißt, da hat es schon einmal eine Vermessung, eine Urkunde gegeben. Und man sieht das daran, dass es entlang der Linie diese Punkte, diese Koordinaten gibt. Und diese Punkte sind eindeutig, das heißt, in jeder Katastralgemeinde in Österreich gibt es diesen Punkt nur einmal. Das heißt, man kann den auch, wenn dieses Grenzzeichen in der Natur verschwinden würde, dann könnte man das wieder rekonstruieren und wieder dorthin stecken, wo der Stein einmal war. Ne. Aber nur dann, wenn das schon einmal vermessen wurde. Eine noch nie vermessene Grundgrenze kann ein Geometer nicht rekonstruieren. Er kann zwar den Kataster in die Natur übertragen, aber oft stimmt das ja nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein. Das ist so der klassische Fall. Ja? Und jetzt Begriffe müssen wir klären. Der Grundsteuerkataster, Besteuerung, 200 Jahre alt, kein rechtlich verbindlicher Grenzverlauf. Das ist einmal ganz entscheidend. Also, und in Wahrheit stellt er nur dar, dass zwei Grundstücke zueinander Nachbarn sind. Ja, wo genau jetzt die Grenze verläuft, kann per se der Grundsteuerkataster nicht liefern. Es ist auch eines wichtig, Ersitzungen im Grundsteuerkataster sind möglich. Ich kann einen Grund des Nachbarn, 30 Jahre zum Beispiel, oder im öffentlichen Gut 40 Jahre, ersitzen. Ich nutze den im guten Glauben und dann gehört es mir. Das passiert sehr, sehr oft. Ja. Ist es aber immer ein Thema der Beweislage, weil oft, wenn es der Nachbar nicht akzeptiert, Ersitzungsklage, durchjudizieren, wer hat bessere Argumente, geht es durch oder nicht. Aber das geht im Grundsteuerkataster. Im Grenzkataster geht das nicht. Das ist nämlich der große Vorteil, weil sobald ich einmal für eine Grundgrenze unterschrieben habe, eine Zustimmungserklärung erteilt habe, dann stimme ich dieser Grenze auch zu. Und damit habe ich im Prinzip eine rechtsverbindliche Grundgrenze. Und das ist der Sinn und Zweck des Grenzkatasters gegenüber dem Grundsteuerkataster. Das heißt, es ist ein rechtlich verbindlicher Grenzverlauf. Und was noch dazu kommt, die Fläche stimmt. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man Mathematiker ist, naja, plus minus ein Quadratmeter, weil es gibt ja Quadratmeterrundungen im Grundbuch. Es gibt ja keine halben Quadratmeter im Grundbuch, sondern nur ganze. Aber grundsätzlich im Grenzkataster stimmt die Fläche im Grundbuch, was im Grundsteuerkataster nicht der Fall ist. Da wundern sich auch immer alle. Grundbuch, das muss doch stimmen. Nein, die Fläche im Grundbuch, im Grundsteuerkataster ist eine mathematische Schätzung. Ja? Ne? Also man hat das irgendwann mal bestimmt mit durchaus möglichen mathematischen Methoden aus dem 19. Jahrhundert und hat das dann im Grundbuch fortgeschrieben. Und das ist natürlich etwas, und was ganz wichtig ist, keine Ersitzung eben möglich. Das ist der Grenzkataster. Also das ist ein ganz hohes Gut. Und auch eine Entlassung aus dem Grenzkataster ist so gut wie nicht möglich. Wenn das einmal Grundstück einmal im Grenzkataster ist, dann hat es diese rechtliche Wirkung. Gut. Okay. Hier eine klassische Unterscheidung. Der Grenzkataster ist für, es ist eigentlich ganz, wenn man eine digitale Katastralmappe anschaut, dann weiß man auf den ersten Blick, ist mein Grundstück im Grenzkataster oder nicht.
Und zwar sind das diese drei kleinen Striche unter der Grundstücksnummer. Hier 978 durch 12, wenn Sie da schauen, das hat unten so drei Striche. Das ist der Indikator, Grundstück ist im Grenzkataster. Es gibt dazu auf der nächsten Folie noch auch den Indikator im Grundbuchsauszug. Mhm. Ja? Und ganz wichtig, man sieht es auf den ersten Blick, das Grundstück 978 durch 12 muss vermessen sein. Es hat rundherum Grenzpunkte mit Koordinaten. Im Grundsteuerkataster sieht man das Grundstück 282, das hat vorne im Straßenbereich hat's eine Vermessung gegeben, sieht man durch die Punkte. Im hinteren Bereich, klassische Hinterhofsituation, noch nie. Mhm. Und wenn man das dann vermisst und die Unterschrift der Nachbarn einholt, dann kriegt man das in den Grenzkataster. Das ist einmal der eine Punkt. Also ganz klar, erster Blick auf die Mappe, ich sehe sofort, ist das Grundstück im Grenzkataster oder nicht. Zweite Sache, wenn ich mir einen Grundbuchsauszug anschaue, da ist es immer wichtig, in der richtigen Zeile zu lesen. Das Grundstück 160 hat den Indikator G und auch das Sternl bei der Fläche. Mhm. Wohingegen das Grundstück 161 das nicht hat und auch kein Sternl bei der Fläche. Das heißt, auch hier sehe ich auf den ersten Blick, ist mein Grundstück im Grenzkataster oder nicht. Mhm. Das ist einmal für alle, die mit Grundbuchsauszügen oder mit digitalen Katastralmappen arbeiten. Ich sehe es auf den ersten Blick. Wichtig ist da natürlich, dass man auch auf eine aktuelle digitale Katastralmappe schaut und nicht vielleicht auf Unterlagen, die 10 Jahre alt sind und in der Zwischenzeit hat sich das schon längst verändert. Weil das kommt auch immer wieder vor, dass man gerade von irgendeinem Kunden vielleicht oder vom Nachbarn einen Plan in die Hand kommt und sagt, naja, das ist eh so, aber dabei ist das schon längst überholt. Also die Aktualität ist auch immer ein Thema. Gut, kurze Zusammenfassung, Grundsteuerkataster, Grenzkataster. Der Grundsteuerkataster macht keinen Beweis über den exakten Grenzverlauf und auch nicht über die Fläche. Und es gibt Unterschiede aufgrund der Technik, die sich ja verändert hat in den letzten 200 Jahren. Der Grenzkataster hingegen ist rechtsverbindlicher Nachweis der Grundstücksgrenze. Es gibt genaue Formvorschriften, wie man in diesen Grenzkataster kommt als Grundeigentümer. Und die Fläche stimmt in der Regel mit dem Grundbuch zusammen. Mhm. Und kein Grenzstreit ist möglich. Im Grenzkataster kann ich über die Grundgrenze per se nicht streiten. Wenn es dazu käme, braucht man nur einen Zivilgeometer beauftragen, der steckt die Punkte hin und die gelten. Und alles andere ist anders zu lösen. Mhm. Wobei im Grundsteuerkataster man vortrefflich über eine Grundgrenze streiten kann. Okay, na, relevante Unterschiede. Ein ganz relevanter Unterschied, genau. Gut, vielleicht, weil ich es erwähnt habe, derzeit ist es so, dass ungefähr 15% der österreichischen Grundstücke sich im Grenzkataster befindet. Mhm. Vorwiegend natürlich in jenen Gebieten, wo in der jüngsten Vergangenheit die letzten 200 Jahre gebaut wurde, wo wirklich die Grundstücke neu vermessen wurden, wo auch sämtliche Voraussetzungen da waren, um ein Grundstück in den Grenzkataster zu übertragen. In allen anderen Fällen macht die digitale Katastralmappe, der Grundsteuerkataster, eben keinen rechtlichen Beweis über eine Grundgrenze. Ich kann das nur wiederholen, weil ich auch immer wieder die Erfahrung mache, dass mir die Leute das dann einfach nicht glauben wollen. Es ist einfach so. Ja. Wer es nicht glaubt, es gibt unzählige OGH-Urteile, wo ganz klar herauskommt, dass im Betrieb die Grundbuchsmappe keinen Beweis über Größe und Grenzen der Grundstücke macht. Man kann sich da vielleicht auch im Nachhinein durchlesen. Das sind nur zwei Exemplare, 89 und 99, zwei OGH-Urteile, aber da gibt es ein Sammelsurium davon. Kann man im Internet auch sehr schön nachlesen. Ja. Gut, also sprich die rechtliche Bedeutung des Katasters. Was wird jetzt bei der Novelle des Vermessungsgesetzes anders? Mhm. Das ist eigentlich das eigentliche Thema, was wir heute haben. Ab 1. November 2016, also ab vorgestern oder ab Feiertag, gilt das Vermessungsgesetz. Wie gesagt, schon geschaffen 1968, eben zur Sicherung der Grenzen. Mhm. Und der Grundsteuerkataster wird aber trotzdem weitergeführt, das haben wir auch gelernt. Und eigentlich will man mit der Novellierung nur ein bisschen quasi die technische Weiterentwicklung im Vermessungswesen auch im Gesetz darstellen, ist ja klar. Und ein paar vermessungsbehördliche, also der Zivilgeometer auf der einen Seite, der private Vermesser und das Amt, das Vermessungsamt, das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen auf der anderen Seite. Man will diese Verfahren auf der einen Seite beschleunigen und auf der anderen Seite auch noch ein bisschen rechtssicherer machen. Mhm. Es hat ein paar Urteile gegeben in letzter Zeit und da hat man das Gesetz nachziehen müssen. Durchaus sinnvoll. Ziel ist es im Prinzip die Steigerung der Effizienz.
wie gesagt, ja, im Grundstückskatasterverfahren und auch eben die Erhöhung der Rechtssicherheit. Und da gibt es meiner Meinung nach in diesem Vermessungsgesetz drei wesentliche Punkte. Eine ganz klare Neuregelung des Umwandlungsverfahrens vom Grundsteuerkataster in den Grenzkataster und eine Neuregelung für den Grenzkataster in Gebieten mit Bodenbewegungen. Das ist ganz was Neues. Okay. Also dort, wo Hangrutschungen sind und solche Sachen, da wird man in Zukunft den Grenzkataster per Bescheid aufheben und solange eben keine Möglichkeit bieten, den Grenzkataster zu kommen, solange die Rutschungen nicht wieder in Ordnung gebracht sind oder eben von Natur aus sich beruhigt haben. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, wird auch jeden wundern, weil wir gerade früher gesprochen haben, man kommt aus dem Grenzkataster nicht mehr raus. Manchmal hat es aber die Fälle gegeben, gerade bei Straßengrundabtretungen, dass man quasi von einem Grenzkatastergrundstück wieder einen Teil abschreibt in einen Grundsteuerkatastergrundstück. Die Straße ist im Grundsteuerkataster und der Bauplatz ist im Grenzkataster. Und dann muss eine Eckabschrägung abgetreten werden, das ist ein klassischer Fall. War bisher nur so möglich, sage ich einmal, oder mit allen Augen zudrücken, teilweise auf den Vermessungsämtern, aber grundsätzlich im Gesetz nicht vorgesehen. Ne. Und das hat man jetzt auch da reingeschrieben, finde ich auch durchaus sinnvoll. Man hat da eine Bagatellgrenze von 50 Quadratmeter eingezogen, wird in Einzelfällen dann trotzdem auch schwierig, aber es erschlägt schon einmal 80% der Problemfälle. Ja, ist schon mal eine super Sache. Okay. Ja? Gut. Kern des Themas heute, wie komme ich vom Grundsteuerkataster in den Grenzkataster? An und für sich hat der Grundeigentümer, der was im Grundbuch steht oder ein Bevollmächtigter, einen Antrag zu stellen beim Vermessungsamt. Was braucht er für den Antrag? Eine Vermessungsurkunde des gesamten Grundstückes von einem Zivilgeometer. Das muss zuerst gemacht werden. Meistens macht er den Antrag der Zivilgeometer dann im Namen des... Aber im Prinzip ist es so, ja. Es kann auch sein, dass man das Glück hat, dass alle umliegenden Grundstücke in den Grenzkataster gekommen sind und dann kann man auch relativ einfach sein eigenes Grundstück in den Grenzkataster bekommen. Indem man die anderen sozusagen mitrechnet. Man braucht es nur melden beim Vermessungsamt, also beantragen. Ja. Okay. Es ist sehr oft der Fall, dass durch eine Grundstücksteilung dann die neu geformten Grundstücke in den Grenzkataster kommen, sofern alle Nachbarn unterschrieben haben. Und das ist genau das Stichwort. Alle Nachbarn müssen der Grenze zustimmen. Sonst kein Grenzkataster. Schlussendlich. Oder auch, es gibt ja große Verfahren zur Grundstückszusammenlegung in der Agrarbehörde, also sprich die eigene Behörde, die sich mit dem beschäftigt. Wenn dort Grundstücke dann schön geschaffen werden, vorwiegend im landwirtschaftlichen Bereich und das alle Voraussetzungen hat, dann kann das auch in den Grenzkataster kommen. Mhm. Ja, ist auch im landwirtschaftlichen Bereich durchaus sehr interessant. Ja. Aber, wie schon gesagt, Voraussetzung ist die Zustimmungserklärung. Das ist ein Formular, das in Österreich ungefähr fast überall gleich ausschaut. Im Prinzip die Grundstücksnummer und der Grundeigentümer und daneben die Möglichkeit der Unterschrift. Die Unterschrift der Eigentümer, Anrainer aller angrenzenden Grundstücke ist erforderlich. Und das ist natürlich oft dann auch das Thema, dass halt einer nicht will. Mhm. Verschiedene Gründe, weil er eine andere Grenze behauptet oder weil er per Du nicht will. Ja? Weil es halt vielleicht ein Problem mit Nachbarn gibt oder gibt es ja... Also sich das, querlegt. Da ist uns nichts Menschliches fremd. Ja? Ja. Wie ist die Vorgangsweise in der Praxis? Ist vielleicht auch ganz wichtig. Eine, und man erlaube mir hier das Wort, rechtzeitige Beauftragung eines Zivilgeometers. Wenn ich in 14 Tagen Bauverhandlung habe und die Baubehörde braucht oder schreibt mir eine rechtlich gesicherte Grenze vor, dann ist natürlich eine Grenzvermessung etwas Schwieriges. Weil die Leute sind schon hellhörig und unterschreiben schon prinzipiell nichts, weil sie Angst vor der bevorstehenden Bauverhandlung haben. Und deswegen muss man diese beiden Dinge nach Möglichkeit, Projekte sind heutzutage auch stressig, aber nach Möglichkeit strikt voneinander trennen. Die Grenzvermessung, einen Grund angeben für die Grenzvermessung, man macht es halt, wenn man es gern hätte, wenn man wissen will, wie groß das Grundstück wirklich ist. Das ist zum Beispiel ein klassischer Fall. Um auf der sicheren Seite zu sein. Was ist zu tun, wenn der Zivilgeometer einen Auftrag bekommt? Eine schriftliche Ladung aller Grundeigentümer, der Auftraggeber plus alle Anrainer. Und mit Anrainer meine ich jetzt nicht Anrainer, wie in den Bauordnungen teilweise das der Fall ist, sondern wirklich die unmittelbaren Grundstücksnachbarn. Die an das vermessene Grundstück anrainen. Dann darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? In einem, im Fall eines Mehrfamilienhauses sind das dann alle Parteien? Das ist oft gerade in Wien ein Thema. Weil wenn ich dann 140 Parteien habe, da ist jetzt
bitte sicher einer verstorben, sicher einer besachwaltet, einer in Amerika, einer ist, das sind dann die Probleme, okay, die man dann... Das heißt auch, ein Grund mehr rechtzeitig das zu tun. Genau, rechtzeitig durchaus zu tun. Ja. Also es ist auch dann auch für die Behörde oft schwierig, auch teilweise Grundbuchsadresse, zentrales Melderegister stimmt nicht zusammen, nach wie vor, das ist nicht gleichgeschalten. Und da ist es dann oft auch wirklich ein bisschen eine kriminalistische Recherchearbeit, um überhaupt den Grundeigentümer herauszufinden. Mhm. Dann gibt es auch Kaufverträge, wo jemand verkauft hat, aber das ist nicht verbüchert und die Dinge, und das ist dann schon eine spannende Geschichte. Mhm. Ja. Okay. Wenn man geladen hat, nach Möglichkeit 14 Tage vorher, um den Nachbarn die Gelegenheit zu bieten, sich entweder zu entschuldigen, was er ja kann, oder jemanden zu bevollmächtigen, ja, dann eben die Grenzverhandlung vor Ort. Bei der Grenzverhandlung vor Ort zeigt man diese alten Urkunden alle her, mhm, wo wir gesprochen, mhm, haben, aus dem Archiv des Vermessungsamtes, markiert die Punkte draußen und versucht als Zivilgeometer dann auch eine Einigung zwischen den Nachbarn zu finden. 98% der Fälle oft kein Thema, aber die 2%, die überbleiben, die tun dann weh. Das ist halt oft so. Ergebnis einer Grenzverhandlung ist eine Niederschrift, ein Protokoll, wo auch die Grenzpunkte verbal beschrieben sind und dazu die Zustimmungserklärungen, die Unterschriften der jeweiligen Anrainer. Wichtig, unterschreiben müssen alle. Haben, mhm, wir schon gesagt, ja? Und nach der Verhandlung erstellt der Zivilgeometer eine Vermessungsurkunde und reicht die am Vermessungsamt ein. Und wenn alles in Ordnung ist, dann wird der Bescheid ausgestellt und alles ist gut und nach einem gewissen Fristenlauf bekommt man den Bescheid, dass man im Grenzkataster ist. Okay. Wir werden uns jetzt dann auch vom Gesetzestext her mit dem beschäftigen, was passiert, wenn nicht alle unterschreiben. Mhm. Da hat sich wesentlich was geändert. Okay. Vielleicht ganz kurz, damit man auch weiß, wie beurteilt man Grenzen? Ich habe es schon angesprochen, aber ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Die digitale Katastralmappe ist eine Grundlage. Heutzutage durchaus auch die sehr, in sehr, sehr guter Qualität vorliegenden Orthofotos, flächendeckend über ganz Österreich. Und ganz wichtig, die amtlichen Urkunden. Und die amtlichen Urkunden schlagen die digitale Katastralmappe. Das heißt, wie kann man sich das, Entschuldigung, wie kann man sich das dann vorstellen, dass aufgrund der alten Urkunden die Grenze beurteilt wird? Genau. Als Geometer habe ich die Aufgabe, die Natursituation zu vermessen. Ja. Schritt 1. Ja. Und die amtlichen Urkunden dazu zu diesem Grundstück. Jedes Grundstück in Österreich hat eine Geschichte. Und diese Geschichte ist am Vermessungsamt mehr oder weniger lückenlos dokumentiert. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Ja. Das heißt, ich sehe in einem Verzeichnis alle Veränderungen, die dieses Grundstück in den letzten 150 Jahren durchlaufen hat. Und damit auch zu diesen Veränderungen möglicherweise hinterlegte Urkunden. Und diese Urkunden haben Maßzahlen. Da steht drin, das Grundstück ist 17 Meter breit und verschiedenster Art. Auch verschiedenster Genauigkeit und verschiedensten Alters. Und diese Urkunden vergleiche ich mit der Situation in der Natur und daraus ergibt sich eine technisch mögliche Grundgrenze. Mhm. Die überträgt der Geometer meistens vor der Grenzverhandlung in die Natur, markiert das draußen, okay, und dann wird darüber befunden und besprochen. Ist das im Sinne des Nachbars oder... Es ist wirklich eine mündliche Verhandlung vor Ort, wie man es sich vorstellt. Und aus den Quellen, aus den zur Verfügung, genau, stehenden Quellen sozusagen. Das wird der Nachbar fragt dann, Herr Geometer, wie kommen Sie zu der Grenze? Und dann im Gesetz heißt es, Vorhalt der amtlichen Behelfe. Mhm. Ich zeige das dann her und sage, schauen Sie, da ist das, mhm, so lang und deswegen haben wir angenommen, da müsste die Grenze sein. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Und in vielen Fällen ist das eh kein Problem und in manchen Fällen, ja, dann eben nicht. Das ist jetzt, genau. Wenn man sich das kurz vorstellt, da sieht man jetzt zwar nur ein Bild, aber das ist so eine typische Regensituation einer Grenzverhandlung. Der Geometer ist der mit den gelben Stiefeln. Da stimmen die Leute bei Regen dann schneller zu, oder? Natürlich. Bei Regen, Sonne ist immer schlecht, Regen ist immer gut. Da gibt es genug Psychologie dahinter. Also das Problem, was ein Geometer oft hat, ist, er wird von einer Partei beauftragt, ist aber durch seinen Eid und durch seine Befugnis immer der Objektivität verpflichtet. Mhm. Und es gibt durchaus Fälle, wo nicht das herauskommt, was der Auftraggeber sich gewünscht hätte. Mhm. Aber das ist halt nochmal so. Weil die amtlichen Unterlagen sind zu würdigen. Ja. Ja. Man kann da nicht einfach über die drüber gehen. Klar. Genau. Gut, vielleicht auch hier die Einigung zweier Grundeigentümer auf einen bestimmten Grenzverlauf ist ein zivilrechtlicher Vertrag.
eine übereinstimmende Willenserklärung, wie es so schön heißt im Gesetz. Gibt es auch ein paar OGH-Urteile dazu, weil es ja auch das schon angefochten wurde. Es gibt da auch kein Zurück mehr. Da gibt es immer die spannenden Fälle, der Ehemann kommt raus, hat die Vollmacht von der Frau mit und dann geht er nach Hause und am nächsten Tag sagt die Frau, ich bin dagegen. Pech gehabt. Man kann natürlich über alles streiten, aber wenn das lückenlos dokumentiert ist, eine schöne Niederschrift da ist, kann dann eigentlich nichts so mehr passieren. Gibt es keinen Weg mehr zurück. Ja? Mhm. Weil der Vertrag ist da entstanden, draußen in der Natur. Ja? Und wie gesagt, hier bewusst in grüner Farbe gehalten, ich hoffe, man sieht das recht schön, wenn alle Grundstücksanreihen der Nachbarn unterschreiben, dann ist alles gut. Aber was ist, wenn nicht? Ja, und das ist jetzt die spannende Frage. Das ist jetzt die spannende Frage. Die bisherige Regelung war so, und die war halt eben ein bisschen unbefriedigend, weil man muss ernst bedenken, das Vermessungsgesetz gilt ja für ganz Österreich, ist ein Bundesgesetz, ja, wohingegen die Bauordnungen ja wirklich Ländersache sind. Ja. Und bisher war es so, wenn der Zivilgeometer bei seiner Grenzverhandlung vor Ort nicht alle Unterschriften kriegen konnte, weil zum Beispiel der Anrainer gar nicht zur Grenzverhandlung gekommen ist, er muss ja nicht kommen, ist nicht verpflichtend, mhm. Er kann. Im Gesetz steht, ist eine Kannbestimmung. Ja. Oder der Anrainer einfach dem Grenzverlauf nicht zustimmen wollte, dann wurde das trotzdem am Vermessungsamt eingereicht mit dem Hinweis, Unterschrift nicht zu erlangen. Und das Vermessungsamt hat dann bisher, also im alten Vermessungsgesetz, die Leute verständigt und die nicht unterschrieben haben, und die konnten dann Einwendungen machen. Wenn eine Einwendung gemacht wurde, dann wurde einfach der Antrag auf Umwandlung in den Grenzkataster abgewiesen. Das heißt, der Grundeigentümer hat einen Geometer beauftragt, hat dafür ergötzert, hat Gebühren gezahlt und am Ende kommt er trotzdem nicht in den Grenzkataster. Weil einer einen Einwand gemacht hat. Genau. Muss der sachlich oder war der sachlich zu machen? Es hat schon ein paar Sachen gegeben, dass das durchaus eine Berechtigung haben muss, okay, und sachlich ist. Aber man hat dann in der Regel auf den Vermessungsämtern nicht weiter darüber befunden. Mhm. Es ist halt einfach ein Abweiser gekommen, wie man so schön sagt. Innerhalb einer gewissen Frist? Immer innerhalb einer gewissen, okay, Frist. Genau. Ja. Man hat nicht unterschrieben, man wurde angeschrieben vom Vermessungsamt, hat 4 Wochen Zeit, wenn man nichts sagt, stimmt man dann zu und es geht durch. Okay. Das ist schon, ja, der Backup da. Dass, ja, das quasi, ja. Und neu ist es jetzt? Neu wird es jetzt dann ganz spannend. Das ist jetzt neu, also Novelle des Vermessungsgesetzes heißt, wenn der wieder nicht gekommen ist, wenn er nicht unterschrieben hat, der erste Versuch des Vermessungsamtes ist die Einleitung eines Grenzermittlungsverfahrens. Das ist im Vermessungsgesetz geregelt, wie das funktioniert. Das ist sozusagen der Versuch im Guten. Das Gleiche, was der Geometer gemacht hat, macht der Vermessungsamtsleiter, normalerweise persönlich, auch vor Ort und versucht sozusagen von Amts wegen die Unterschrift zu erlangen. Mhm. Muss man sagen, das ist zu 80-90% ist das schon der Erfolg, weil dann der Nachbar einsieht, aha, jetzt ist es ein Schreiben mit RSB-Brief und da muss ich hin und das ist dann, hat eine höhere Wirkung. Ja. Ja? Also da kommt man oft schon zum Ziel und der Grenzkataster wird verfügt. Aber in jenen Fällen, wo auch dieses Grenzermittlungsverfahren erfolglos sein wird, die wird es sicher geben, dann bitte mit Einverständnis des Antragstellers, des Grundeigentümers, eine ganz klassische Ladung zur Grenzverhandlung mit einer ordentlichen Grenzverhandlung mit allem Schnickschnack. Also, mhm, ganz strikt nach Gesetz. Ja. Mhm. Vorher das Ermittlungsverfahren ist so eine Goodwill-Aktion und dann geht man hin, weil ja die Quintessenz von der ordentlichen Grenzverhandlung eines Vermessungsamtsleiters ist ja dann der bescheidmäßige Gerichtsverweis. Und das ist das Spannende. Das heißt, wenn jetzt zwei über eine Grenze streiten, dann wird jener, der quasi den unwahrscheinlicheren Grenzverlauf behauptet, mit einem Bescheid vor Gericht verwiesen. Das heißt, er muss binnen 6 Wochen ein Gerichtsverfahren über den Grenzstreit oder die Grenze einleiten. Mhm. Tut er das nicht, stimmt er ja wieder automatisch zu. Mhm. Das heißt, man schafft hier im Prinzip eine Regelung, damit der Grundeigentümer schlussendlich doch in den Grenzkataster kommt. Was, mhm, ja bisher nicht der Fall war. Bisher ist das dann einfach offen geblieben. Ja. Ja. Gut. Das heißt, Grundgrenze wird geklärt durch das Vermessungsamt auf der einen Seite oder eben durch das zuständige Gericht. Weil wenn dann der bescheidmäßige Gerichtsverweis da ist und der geht vor Gericht und ich werde dann eh noch eine Folie zeigen, wo es eben um die Zeitfaktoren geht, weil, ja, man merkt schon,
das kostet alles Zeit und Geld. Ja? Und man muss sich das dann auch überlegen, ist es das einem wert, dass man das macht oder nicht. Ja? Das heißt, im Prinzip ist es so, dass wenn die Grundgrenze dann schlussendlich geklärt ist, entweder beim Vermessungsamt oder beim Gericht, dann werden die Daten wieder zurück an den ursprünglichen Zivilgeometer übergeben. Der macht den Plan fertig, reicht das wieder beim Vermessungsamt ein und es kommt in den Grenzkataster. Mhm. Und damit schafft man im Prinzip eine Lösung im Vermessungsgesetz, damit es schlussendlich doch den Grenzkataster gibt. Und das ist ein wesentlicher Punkt und die Fälle haben sich gehäuft. Es wird exponentiell mehr über Grundgrenzen geschritten wie noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Mhm. Es ist einfach, die Leute sind ein bisschen feinfühliger geworden, es ist ein bisschen spannender. Ja? Was vielleicht hier entscheidend ist, man hat auch eine Frist eingezogen von 6 Monaten. Das heißt, die Unterschrift des Nachbarn war nicht zu erlangen. Der Grundeigentümer beschließt, den Antrag zu stellen, bitte, ich will das volle Verfahren. Dann muss das Vermessungsamt nachweislich innerhalb von 6 Monaten tätig werden. Das ist auch etwas, wo man sagt, diese 6 Monate kommen ein bisschen aus dem allgemeinen Verwaltungsgesetz, dass man sagt, dass das nicht ewig dauert. Ja. Gut. Durch diese Neuregelungen können daher Grenzstreitigkeiten jedenfalls gelöst werden. Das ist einmal ein guter Punkt, ja. Okay, wo liegt jetzt das Problem? Das ist ja alles, man, Gesetz, alles ganz klar niedergeschrieben, alles kein Problem. Das Wort Zeit kommt auf dieser Folie sehr oft vor. Es ist im Prinzip der Zeitfaktor. Und jetzt komme ich wieder auf das zurück, was ist, wenn jemand unbedingt bauen will, bauen muss, und er hat keine rechtlich gesicherte Grundgrenze. Speziell in Niederösterreich mit der neuen Bauordnung ist ja der Paragraph 19 da ganz streng. Ja. Man braucht eine rechtlich gesicherte Grundgrenze. Und da sieht man schon, zuerst einmal das mit den 6 Monaten, dann Gerichtsverweis, dann vor Gericht kann das dauern. Ich habe da circa ein Jahr hingeschrieben, aber wir kennen auch, wir machen Sachverständigengutachten auch, es gibt auch Verfahren, die 2-3 Jahre dauern vor Gericht. Ja. Das ist auch ein Thema. Und dann die gerichtliche Feststellung, ich getraue mir da keine Prognose abgeben. Es kann 1 bis 5 Jahre dauern, ja, oder noch länger. Aber durchschnittlich 1 bis 2 Jahre. Und den Zeitfaktor muss man dann auch, zum Beispiel, wenn man ein Projekt betreibt, auch aushalten können finanziell. Weil ich rede jetzt nicht vom kleinen Häuselbau. Ich meine, den tut es auch weh, weil die Familie und der will einziehen und alles. Ja. Aber als Projektentwickler. Das kann es richtig wehtun. Ja. Ja. Genau. Und da gibt es eine Empfehlung, eine No-Nah-Empfehlung. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Vorzeitige Umwandlung in den Grenzkataster. Statistisch merken wir es derzeit zum Beispiel bei älteren Grundeigentümern, die das übergeben wollen, vererben, weitergeben. Die sagen, die Probleme mit Nachbarn, die ich gehabt habe, soll mein Sohn oder meine Tochter nicht haben. Bevor ich es übergebe, lasse ich es vermessen. Die haben gar keinen Anlass vor, da wird nichts gebaut oder so, das ist einfach nur, damit die eine Rechtssicherheit haben. Sehr oft, immer öfters. Und da gibt es einen schönen Satz, den habe ich vom Herrn Schubert übernommen, noch nah. Die Burgherren haben ihre Mauern in Friedenszeiten gebaut. Das muss am klar sein. Das heißt, wenn schon Krieg ist, ich stehe knapp vor der Bauverhandlung, dann ist es oft schwierig, dass man eine ordentliche Grenzverhandlung ohne Probleme durchzieht, weil die Leute alle schon... Also ohne Druck. Ohne Druck angehen. Gut, gehen wir weiter, damit wir ungefähr in der Zeit bleiben. Sehr wahrscheinlich. Okay, das habe ich schon kurz, weil wir... Novelle des Vermessungsgesetzes, 2 Punkte gibt es noch. Das habe ich eh schon gesagt. Abschreibung von Trennstücken aus dem Grenzkataster. Ja. Bisher war das schwierig. In Zukunft hat man diese Bagatellgrenze eingezogen von den 50 Quadratmetern. Hat Vorteil bei Straßenvermessungen, finde ich durchaus eine sehr positive Gesetzesänderung oder Erweiterung. Und das Zweite ist mit den Bodenbewegungen. Und da ist es auch klar, stellt man fest, dass es Bodenbewegungen gibt, wird der Grenzkataster ausgesetzt, da gibt es einen Bescheid. Und dann kann dort in der Zeit eben nicht in den Grenzkataster umgewandelt werden. Das Schöne daran ist, es wird auch im Grundbuch angemerkt. Das heißt, es gibt eine Anmerkung in Zukunft und steht, dieses Grundstück kann derzeit nicht in den Grenzkataster umgewandelt, weil Bodenbewegungen vermutet werden. Es gibt Fälle, muss man ganz ehrlich sagen, auch in den Bereichen, wo es ein bisschen gebirgiger wird. Ich glaube, dass das auch von den Tirolern gekommen ist, die Idee, weil das hat durchaus einen Sinn, muss man schon sagen. Ja? Also gute Neuerung auch. Auch eine gute Neuerung und das ist eben jetzt neu, also keine Umwandlung in den Grenzkataster dort möglich. Wobei das immer zeitlich bedingt ist. Ja. Ja, und grundsätzlich ist es so bei den Vermessungsgebühren, und bitte, da reden wir jetzt nicht von den Kosten, die ein Zivilgeometer hat, sondern da reden wir wirklich von den Kosten, die ich habe, wenn ich ein Vermessungsamt einreiche. Grundsätzlich hat es eine Gebührenveränderung geben und es wird Teuerungen geben, circa zwischen 15% und 20% über die ganzen Positionen. Okay. Das letzte Mal ist das 2011 gemacht worden, jetzt halt 2016. Es gibt aber 2 wesentliche Neuerungen und da sind wir wieder am Punkt. Die Umwandlungen in den Grenzkataster werden günstiger.
Ja. Und es gibt für das eine Verfahren des Amtes, das angestrebt wird, wenn ich keine Unterschrift bekomme, eine neue Gebühr. Nona. Mhm. Die, okay, die brauchen wir, ja, die haben wir bisher nicht gehabt. Ja. Ja. Und da kann man sich kurz anschauen. Also Umwandlung in den Grenzkataster war bisher so pro Grundstück 86 Euro Stempelmarken. Gibt es ja nicht mehr, aber so heißt es, amtliche Gebühren. Ja. Wenn man das für drei Grundstücke nimmt, zum Beispiel, es hat jemand drei Grundstücke, die will er alle im Grenzkataster haben, dann zahlt er 258 Euro Gebühren. Mhm. Nach dem neuen Gesetz würde er nur 104 Euro zahlen, weil das erste Grundstück kostet 72, auch schon weniger als 86, und jedes weitere Grundstück dann nur mehr 16. Sehr sinnvoll. Also weil der Aufwand für eines so groß ist wie für drei in Wahrheit. Ja, ja. Es ist ein bisschen mehr Aufwand, aber das ist auch also eine sinnvolle Erleichterung. Sinnvolle Verlängerung. Gut. Und dann haben wir da die zusätzlichen Gebühren, ist klar. Das ist dieser Aufwand, man sieht sehr, Aufwand je Feldarbeitsstunde 30 Euro. Also wenn das Vermessungsamt ausrückt und das draußen einmal einmisst und kontrolliert, das kann einmal ins Geld gehen. Mhm. Oh, ja. Der Verfahrensablauf, den habe ich auch schon, aber ich habe ihn hier vielleicht in der Folie noch einmal dargestellt, damit man das sieht. Auftrag, Bescheid, wie das normalerweise runterrennt, und alle Schwierigkeiten, die habe ich euch schon erzählt, die sind dann Bescheide, Verwaltungsgericht und solche Geschichten. Ja. Wie lange kann er im Worst Case, wie lange kann so ein Verfahren dauern? Wie gesagt, wir haben derzeit gerade eines laufen, das sehr spannend ist. Das dauert schon zwei Jahre. Über Jahre ziehen. Ja, das kann sich durchaus über Jahre ziehen. Okay. Verwaltungsgericht, sind derzeit zwei Richter sind dafür abgestellt für ganz Österreich. Mhm. Und die letzte Statistik war im Frühjahr, diese Verfahren, da hat es glaube ich 60 Verfahren in Österreich gegeben, wo man, also es sind ja nicht viele, aber die Einzelnen tun halt sehr weh. Ja. Okay. Aber man muss da schon rechnen, gute Rechtsanwalt auf der Gegenseite, es kann... Kann sich in die Länge ziehen. Kann sich schon in die Länge ziehen. Gut, wir versuchen zum Ende zu kommen, aber ja, sind wir dann auch schon. Sind wir schon. Ja, sehr gut. Die Unterlagen gibt es bei mir oder auch sonst, kein Problem, jederzeit. Super. Und wenn es Fragen gibt, Telefonnummer, alles da. Wunderbar. Es gibt auch Fragen, und zwar jetzt. Also zuerst einmal ganz herzlichen Dank für das Verständlichmachen auch. Gerne. Sehr gut nachvollziehbar. Und die erste Frage kommt schon herein von den Zusehern oder ja? Mitmachern zu Hause oder im Büro wahrscheinlich. Wo sehe ich auf einen Blick, ob sich das Grundstück im Grenzkataster befindet oder nicht? Okay. Ja, das habe ich kurz in einer Folie schon gezeigt. Man könnte noch einmal hin. Auch mit dem... Genau. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ja. Zwei Möglichkeiten, und die müssen zusammenpassen. Das ist im Endeffekt, man sieht es in der digitalen Katastralmappe, die Grundstücksnummer hat diese drei Stricherl. Das ist der Indikator auf der grafischen Ebene. Und im Grundbuchsauszug sieht man in der Zeile, wo die Grundstücksnummer steht, in der zweiten Spalte ein G für Grenzkataster. Gut, ganz, das ist ganz eigentlich klar. Ganz simpel. Und es kann normalerweise nicht sein, dass das eine schon ist und das andere nicht. Das wird ja immer parallel geführt. Grundbuch vom Grundbuch eben und die Mappe vom Vermessungsamt. Ja, perfekt, also klare Sache. Klare Sache. Nächste Frage, sind an der Staatsgrenze alle Grundstücke vermessen und im Grenzkataster eingetragen? Nein, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Also es kann einmal zufällig einen Fall geben. Hier auch ganz klar noch einmal, es kann immer nur ein ganzes Grundstück in den Grenzkataster kommen. Mhm. Nicht eine Grenzlinie. Das wäre bei der Staatsgrenze ja der Fall. Ja. Das ist ja die Außenumrandung. Also nein, außer wenn zufällig an der Staatsgrenze ein ganzes Grundstück vermessen wurde und in den Grenzkataster. Dann ist der Teil dieser Grenze sozusagen, genau, in dem Grundstück mit. Es ist ja nicht die ganze vermessen. Staatsgrenze vermessen. Es gibt ja am Bodensee nach wie vor... Irgendwo nicht ganz genau. Und auch diesen Superfall in der Südsteiermark, in Leutschach, wo der eine, da ist ja die Bundesstraße, die Mitte, also der Mittelstreifen ist die Staatsgrenze zu Slowenien. Und da gibt es auch einen super Katasterfall, wo jemand die halbe Bundesstraße abgesperrt hat, weil sein Grundstück dort hineinragt. Weil die Mappe falsch ist. Okay. Aber das wollte der nie einsehen, war oft in den Medien, war recht lustig. Ja. Also für die Behörden vielleicht nicht so. Nächste Frage, wie lange dauert eine Grenzverhandlung vor Ort? Also eine Grenzverhandlung vor Ort dauert in der Regel für ein typisches Grundstück, sage ich einmal, eine Bauparzelle mit 1000 Quadratmeter oder 800 Quadratmeter, dauert so eine Stunde. Okay. Ja. Also okay. Bis einmal alle da sind. Aber es gibt natürlich auch Fälle, eine Umwandlung, eine Eigenjagd mit 115 Quadratmeter, also Hektar, das ist dann eine Wochenarbeit, und da werden die Anrainer auch sukzessive dann eingeladen, das wird koordiniert. Also wird aufgeteilt. Und ja, also man kann vom bis. Ja. 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 Okay. Wie viel kann eine Grenzvermessung für den Grenzkataster bei einem Zivilgeometer durchschnittlich kosten? Sind wir bei der Kostenfrage wieder. Da sind wir auch wieder jetzt, wenn man sagt, die klassische Bauparzelle oder diese typischen 1000 Quadratmeter, da reden wir wahrscheinlich so von Kosten zwischen 1000 und 1500 Euro. Man muss natürlich immer die Gebühren dazu rechnen.
ist ein bisschen eine Preisgestaltung, aber ungefähr da drin ist man, 1500 Euro. Aber es ist dann schon auch so, größere Grundstücke, mehr Aufwand. Es gibt auch manchmal etwas, was wirklich ganz schnell geht und wo die Nachbarn alle verwandt sind und wo das, also es gibt alle Fälle. Klar, man kann es nicht immer oder individuell sagen, aber Daumen mal wie 1.500 Euro für sein... Aufwärts, ja. Also 1.000 ist schon absolutes Minimum. Okay, dann, ja. Gut, aber ich denke, das beantwortet die Frage. Genau. Kriegen wir super noch eine Frage jetzt von außen herein? Nein, momentan nicht. Wenn weitere Fragen sind, meine Damen und Herren, wie gesagt, Sie können es auch noch in dieses Feld unter den zwei Screens schreiben. Bitte dann mit E-Mail oder Telefonnummer, dass man es beantworten kann. Eine kriegen wir noch rein und das ist zeitlich auch noch drinnen. Wie hoch sind die ungefähren Kosten? Klammern neben der beschriebenen zeitlichen Komponente bei einem Worst-Case-Szenario, ja, inklusive Gerichtsverweis. Ja, also Worst-Case völlig unmöglich zu beschreiben. Weil das Problem sind ja dann auch die Gerichtskosten und auch die Anwaltskosten und was ist, wenn man es verliert. Meistens rennt es auf einen Vergleich hinaus, dann soll jeder die Hälfte. Also es ist, die amtlichen Gebühren lassen sich noch abschätzen, da ist irgendwas gestanden von einmal Aufwand 240 Euro und dann die Dinge, aber es ist halt, das kann man überhaupt nicht sagen. Mhm. Aber es kann schon wehtun. Mhm. Man muss halt dann man muss halt dann immer entscheiden, ist es mir das wert, nur damit ich dem Nachbarn eine auswische? Das ist oft der Grund. Gestritten wird in den seltensten Fällen um die Grenze, sondern es geht meistens um was anderes. Aus menschlich-emotionalen Gründen. Irgendeine alte Geschichte oder Verhinderung des Bauens natürlich. Also Abschätzung des Risikos letztendlich, wenn man absolut so nennen will. Ja. Welche entscheidenden Neuerungen sind denn nach dem jetzigen Stand zu erwarten? Ich nehme an, das bezieht sich dann eben auf das neue Vermessungsgesetz. Vermessungsverordnung. Ja. Verordnung, ja. Ja, genau. Also die Vermessungsverordnung hätte ja, wie gesagt, schon jetzt im November kommen sollen, aber das ist noch nicht ganz so weit. Gerüchteweise wird es Anfang 2017. Okay. Ja, jetzt ist gerade die Begutachtung noch. Es gibt eine interessante Änderung, gibt es in der Vermessungsverordnung wahrscheinlich schon, dass sich der Umfang der rechtlich verpflichtenden Vermessung verringern wird. Es hat da so eine sogenannte 150-Meter-Regel gegeben. Mhm. Das heißt, wenn man von einer Teilung spricht, hat man innerhalb der 150 Meter die Vermessung durchführen müssen. Das wird auf 50 Meter verringert. Und damit, muss man sagen, verringern sich in manchen Fällen auch die Vermessungskosten für den Endverbraucher jetzt durchaus. Ja. Das ist jetzt einmal grundsätzlich, macht aber auch Sinn, weil teilweise in verbauten Gebieten man da ausweiten hat müssen und das oft keinen Sinn gemacht hat. Das mit den 50 Meter ist eine Idee. Das Zweite, was ist in der Vermessungsverordnung, was eher was Technisches ist, aber dadurch, dass das Thema ja auch mittlerweile überall ist, GPS, ja, es werden die Grundgrenzen und speziell sozusagen der Anschluss ans amtliche Festpunktfeld, in ganz Österreich gibt es Punkte, von denen der Geometer immer wegzumessen hat, die werden, das wird auch auf neue rechtliche Beine gestellt, also dieses Satellitenpositionierungssystem APOS, das im Prinzip das APOS für Austrian Positioning, dass das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen hier empfiehlt und verwendet. Mit dem wird es ein bisschen leichter, aber es gibt viele Positionierungssysteme. Die Stadt Wien hat eigene Wiener Linien, Linz, EVN und so weiter. Und da gibt es Änderungen. Kann man sich dann das ähnlich vorstellen wie beim zuvor beschriebenen Beispiel, dass ich einerseits das Digitale habe, aber dann doch noch auf den Vermessungspunkt sozusagen zugehen muss und beide Quellen sozusagen zusammenführen muss, weil es wird ja nicht nur GPS sein. Nein, nur GPS ist ja, GPS geht ja nur da, wo ich freie Sicht nach oben habe. Also im städtischen Gebiet sehr problematisch, im verwaldeten Gebiet unmöglich. Ja. Also dann in Tälern, wo es sehr steil ist, auch fast nicht möglich, außer in Einzelfällen. Und da muss man dann auch wieder auf die klassische, das ist ja das Klassische, wie man den Geometer kennt, auf das Dreibein zurückgreifen und das mit einer Totalstation ganz vermessungstechnisch klassisch einmessen. Also es wird eine Kombination von diesen, von diesen beiden. Aber GPS, also GPS Neuerung ist, GPS ist sozusagen zugelassen. Und ja, ist auch bisher schon gewesen, aber man hat da aufgrund dessen, dass das GPS doch jetzt hinsichtlich der gesamten Geschichte der Vermessung etwas Neues ist, das ist 15 Jahre, in Wahrheit verwendet man das jetzt schon, hat man da ein paar gesetzliche auch Fehlerschranken eingebaut, was ich muss als Geometer nachweisen, dass ich so genau gearbeitet habe. Mhm. Und das... Okay, wunderbar. Eine Frage haben wir noch, das geht sich zeitlich aus. Sind in Wien alle Grundstücke bereits im Grenzkataster?
Überhaupt nicht, bei weitem nicht. Ja, also gerade in Wien ist ja der Grenzkataster, da hätte ich jetzt keine Statistik parat, muss ich ganz, wäre aber leicht herauszufinden, muss nur am Vermessungsamt einmal anrufen, wäre vielleicht sogar ein Thema einmal. Aber gerade in Wien ist ja die Umwandlung in den Grenzkataster besonders schwierig. Warum? Wien ist anders. Und auch die Menschen sind in Wien ein bisschen schwieriger. Und sehr oft in Wien kommt gar nicht der Anrainer, sondern gleich der Rechtsanwalt. Und da ist halt die Frage, ist der Rechtsanwalt einer, der eher auf der konsensualen Seite daheim ist oder einer, der unbedingt streiten will? Ja? Aber grundsätzlich ist die Umwandlung in den Grenzkataster in Wien schwieriger wie in den Ländern. Sagen wir es einmal so. Okay, also deutliches Nein. Statistik weiß ich aber keine. Fragen. Okay. Danke, wir sind am Ende der Zeit. Wir versuchen ja immer, sehr geehrte Damen und Herren, diese Dreiviertelstunde einzuhalten, damit Sie auch das planen können. Ich danke Ihnen recht herzlich. Ich hoffe, es hat ebenso Interesse geweckt wie bei mir. Es war sehr spannend. Danke, ja. Herr Messner. Hat mir Spaß gemacht. Freut mich, mir auch. Ich darf Sie noch verweisen, das nächste IMO-Webinar wird wahrscheinlich im Jänner stattfinden, es sei denn, es kommt etwas Aktuelles noch dazwischen. Der Fachverband reagiert da ja immer recht schnell, wie man auch heute gesehen hat. Wenn Sie da abgedatet bleiben möchten, am besten melden Sie sich an über den Newsletter auf www.immowebinar.at. Dann kriegen Sie die Termine rechtzeitig zugesandt und können das nächste Immowebinar dann schon in Ihren Kalender einplanen. Ja, ich danke recht herzlich dem Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, dass sie eben dieses Format so kreiert haben und die Möglichkeit schaffen, egal wo Sie sind, Ihnen aktuelle Informationen zukommen zu lassen. Ich freue mich aufs nächste Immo-Webinar, wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen. Bitte schon.